Moin zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Angedaddelt auf meinem Kanal. Production Line heißt das Spiel. Und ich bin da ganz per Zufall quasi drauf gestoßen. Und ich habe mir das mal angeguckt und ich fand das eigentlich recht spaßig, weil ich ja auf so eine kleine Wirtschaftssimulation, Aufbausimulationsspiele stehe. Und habt ihr ja schon gesehen, Factorio und Prison Architect und wie die alle heißen, die ganzen Spiele. RimWorld ja auch noch, das wollte ich auch noch mal angespielt haben, aber das ist ein anderes Thema. Wir sind bei Production Line und wie der Name vielleicht schon verraten mag, wir haben hier eine Produktionslinie. Und was produzieren wir? Wir produzieren Autos. Wer wollte nicht schon immer mal gerne mal Autos produzieren, Autos bauen? Und wie gesagt, dieses Spiel Production Line ist in einer frühen Alpha-Version, also ist ein Early Access sozusagen, gibt es noch nicht mal auf Steam zu kaufen. Kostet momentan irgendwie sowas bei 10 Euro, 10,45 Euro oder so in dem Dreh. Und kann man nur direkt über die Webseite kaufen. Ich werde euch den Link, beziehungsweise, ja, natürlich den Link zur Homepage, werde ich euch natürlich in der Beschreibung posten, wenn ihr Interesse habt an dem Spiel. Wie gesagt, es ist ein Alpha-Spiel, das heißt, es ist zum einen noch nicht fertig, zweitens, es gibt noch Bugs, es ist vielleicht nicht ganz ausbalanciert, es fehlen noch eine Menge Features, also da soll noch eine ganze Menge zukommen, aber das wisst ihr ja eigentlich von den anderen Early-Access-Titeln eigentlich auch. Und wie gesagt, ich will euch das Spiel nochmal kurz vorstellen. Für Let's Play wird es wahrscheinlich erstmal noch nicht reichen, weil dafür weiß ich nicht, ob das zu einem Let's Play lohnt. Nicht, weil das Spiel schlecht ist, sondern, ich weiß nicht, ob das Spiel dann halt so viel hergibt, um es jetzt unbedingt als Let's Play zu machen. Man kann da vielleicht so 2-3 Folgen draus machen. Und später, je nachdem, wie sich das Spiel weiterentwickelt, kann man da vielleicht nachher tatsächlich mal ein LP draus machen. Ja, schauen wir nochmal rein. Production Line. Das Problem mit diesem Spiel ist, ihr habt am Anfang, werdet ihr so ein bisschen Probleme haben, weil das Spiel gibt euch keine Hinweise. Ihr habt kein Tutorial, momentan nicht. Ist klar, wie gesagt, das Spiel ist auch gerade erst irgendwie, ist eben noch nicht so verbreitet, sagen wir jetzt mal. Und wie gesagt, noch nicht mal auf Steam. Aber ihr seht hier YouTube, habt ihr hier Forums, habt ihr hier. Da könnt ihr nochmal reinschauen. Ich zeige euch jetzt aber erstmal die grundlegenden Funktionen und in der zweiten Folge werden wir dann sicherlich auch schon was gebaut kriegen. Ich habe das schon mal ein bisschen gespielt, aber wir starten natürlich ein neues Spiel. Choose Mission haben wir hier. Das Spiel ist übrigens komplett auf Englisch. Man muss sich da so ein bisschen durchfriemeln, zur Not schlägt man es halt nach. Aber das Spiel ist jetzt auch noch nicht so komplex, dass man damit nicht auch irgendwo klarkommen könnte. Aber wie gesagt, ich zeige euch das mal. Wir haben hier mehrere Möglichkeiten, auch so vom Startkapital, was hier so aus, ja, wo wir starten können. Wir nehmen mal einfach eine Giant Factory, kann ich euch das ein bisschen besser zeigen. Play Mission. So. Und dann starten wir mal hier. Das ist eure Grundfläche, das ist eure Basis sozusagen. So groß ist die gar nicht. Na gut, das hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, wir haben ja hier auch noch weitere Flächen, die sind natürlich noch ausgegraut, weil wir die müssen wir nachher noch freischalten. Da gibt es nachher eine Menge Möglichkeiten. Ich zeige euch aber generell erstmal das, die ganzen Menüs etc. Ich gehe jetzt mir erstmal auf Pause, weil wir nämlich durchaus auch Geld verlieren in der Zwischenzeit. Da kommen wir natürlich ins Hauptmenü, das ist nicht so interessant. Die Optionen sind, glaube ich, auch nicht so interessant. Speichern ist auch klar. Research, also sprich Forschung, da gucken wir gleich mal. Das machen wir gleich. So, da haben wir hier natürlich Show Factory Effizienz. Also da kann man natürlich die Effizienz seiner Firma kann man natürlich hier anschauen. Habe ich mich ehrlich gesagt auch noch nie so mit befasst, weil ich das Spiel erstmal nur Probe gespielt habe. Aber da, ich denke mal, für Statistik-Freaks und nachher zum Optimieren ist das nachher sicherlich optimal. So, und hier haben wir natürlich noch Car Stock, das haben wir natürlich noch nicht, weil wir haben auch keine Autos gebaut, also haben wir keine auf Lager. Primär geht es erstmal hier um die Slots, damit fangt ihr ja an. Da habt ihr hier das Menü und hier aus diesem Menü baut ihr quasi eure Produktionslinie auf. Und im Prinzip beginnt man fast von oben. Das ist das Praktische, wenn man sowas sieht, ist man natürlich vielleicht erstmal erschlagen. Und weiß endlich, wo fange ich denn jetzt an, etc. Und das ist aber insofern einfach, indem man sagt, man fängt mit dem Autobau hier oben an, Chassis zusammenbauen, dann wird hier quasi, die ganzen einzelnen, hier steht ja auch Fit,
Rollcage, also Rollkäfig und so was. Alles wird hier dann montiert. Dann wird das angemalt unter Paint. Dann werden hier die Engines, also der Motor wird hier eingebaut. Dann werden die Accessoires hier mit eingebaut. Dann kommt noch die Elektronik. Dann kommt noch Qualitätscheck. Und letztendlich geht das Auto in den Export, also in den Verkauf. Und ja, da gibt es eben, und das sind dann hier noch die Transportschienen hier, das zeige ich euch alles gleich noch. Und Research Office, also sprich Forschung ist hier drin, hier könnt ihr noch eine Menge forschen. Supply Stockpile, das ist einfach ein Zwischenlager, wenn man so will. Das, ja, auch das werde ich euch nochmal zeigen, wenn es soweit ist. Ich glaube, das macht mehr Sinn, als wenn ich euch das jetzt einfach nur erkläre. Und hier haben wir halt Research, also sprich die Forschung. Und hier seht ihr schon, hier kann man grundlegende Themen erstmal freischalten, die dann wiederum einen Forschungsbaum haben. Also was weiß ich, es gibt dann wohl, man kann sich wohl gewisse Sachen selber auch herstellen. Grundsätzlich ist es ja so, dass ihr erstmal nur Zulieferer habt, also Zulieferteile habt und daraus das Auto baut und das dann nachher verkauft. Aber so wie ich das verstanden habe, so bis jetzt, könnt ihr halt eben Optimierungen bauen, zum Beispiel hier bei der Effizienz, zum Beispiel Faster Drying, nicht? Also wenn ihr da letztendlich ein Auto lackiert, dann könnte es halt schneller getrocknet werden. Das kann man dann dementsprechend machen. Hier steht 2400, das sind halt so eine Art Forschungspunkte. Research Labs 0, also wir haben natürlich keine Forschungseinrichtung und Punkte pro Sekunde, das steht dann auch hier und das sind eben halt die Punkte, man kriegt pro Sekunde halt eine bestimmte Anzahl Punkte und hier steht ja 1200 Punkte braucht ihr für das Turbo Drying. Hier steht dann eben auch was das zur Folge hat. Hier steht es natürlich New Upgrade Turbo Drying, das ist dann halt der Unterboden und das Drive, also das Trockenfinish da halt beschleunigt wird und so weiter und das schnellere Transportieren von Ressourcen könnt ihr einstellen und ihr könnt nachher zum Beispiel auch erforschen, ich muss mal gucken, wie ich das finde, zum Beispiel Security Features, also ihr baut ja am Anfang einfach nur ein Standardauto, wirklich eine Grundausstattung und dann könnt ihr nachher natürlich noch Autos bauen, die zum Beispiel eine Zentralverriegelung haben, die Alarm haben, einen schlüssellosen Zugang quasi zum Auto und Klimaanlage und was weiß ich, hier gibt es dann noch elektrische Fenster und Satellitennavigation und so weiter und so fort. Das könnt ihr nachher alle selber herstellen, das könnt ihr nachher einbauen. Das macht natürlich euer Auto hochwertiger und das könnt ihr natürlich auch zu einem höheren Preis verkaufen. So, wo starten wir jetzt? Wir starten also hier in der Halle. Wir können natürlich, müssen nachher auch noch den Ausbau können wir nachher auch noch erforschen. Also wie gesagt, das müssen wir erforschen nachher. Das können wir nicht einfach so kaufen. Und wir müssen mal gucken. Diese Flächen hier, also da müssen wir einmal gucken, diese Flächen, wo halt quasi dieses Rechteck drin ist, das ist quasi unser Import, also da kriegen wir unsere Teile raus und hier haben wir unseren Export, müssen wir also mal gucken, ich denke mal unseren Export werden wir hier oben hinbauen und wir starten jetzt einfach mal auch ganz von vorne, wie ich starten würde an eurer Stelle. So, wir haben, es gibt natürlich mehrere Möglichkeiten. Ich schaue es mich erstmal um. Ich baue jetzt erstmal ganz provisorisch erstmal was hin. Wir fangen natürlich an mit Chassis Assemble. Oder Assembly, glaube ich, Assembly spricht man das auf Englisch aus. So, das markiert ihr einmal. Und das ist quasi unsere erste Station. Wir können ja eigentlich direkt hier starten. Ich gucke mal eben, obwohl es wäre vielleicht auch ganz klug. Ich weiß nicht, ob wir das hier vorsetzen dürfen. Ich mach's jetzt einfach mal. So, no route to stockpile. Stockpile ist eben halt keine Route zum Lager. Ist aber auch jetzt nicht so dramatisch. Wir nehmen nämlich Resource Importer. Der kommt nämlich dann hier hin. Der wird dann automatisch grün, wenn ihr den hier ransetzt. So, das ist der Import. So, Import. Und dann haben wir hier Resource Conveyor oder keine Ahnung, wie sich das ausspricht. So, und wenn ihr den anklickt und jetzt gedrückt haltet, dann zeigt er euch auch automatisch schon an, wo ihr damit hin müsst. So, wir müssen hier hin, zack, und dann ist jetzt quasi das hier schon angeschlossen. Das ist hier jetzt quasi schon angeschlossen, jetzt könnten wir hier jetzt loslegen, theoretisch. Ne? Also hier, das jedes der Elemente, die wir hier bauen, hat hier so ein kleines Zwischenlager. Hier steht drin, was da gebraucht wird. Und daraus wird dann eben das Chassis gebaut. Als nächstes kommen wir zu Fit Body. Da wird dann also der komplette Körper zusammengebaut. Ich würde euch empfehlen, man könnte das natürlich jetzt so bauen. Ich würde euch aber empfehlen, auf jeden Fall mindestens eine Lücke zu lassen, weil ihr werdet wahrscheinlich nachher mehrere parallele Schienen haben.
von daher, also mehrere Produktionslinien haben. Und da ist es eigentlich mal ganz praktisch, wenn man ein bisschen Platz dazwischen hat. Ich baue den jetzt einfach erstmal hier. So. Auch hier müssen wir sehen, hier brauchen wir diesen Conveyor. Ich muss nochmal nachschlagen, ob man das wirklich so ausspricht. Markiert man auf jeden Fall und dann müssten wir das hier einmal verbinden. So. Und jetzt haben wir hier schon eine Produktionslinie. Hier wird dann halt das Chassis gebaut. Hier geht das dann nachher weiter und hier gibt es dann nachher. Warte mal, wo haben wir denn hier das Lager? Das Lager haben wir hier. So ist natürlich nicht so schön, wie man das. Naja, gut, es ist eigentlich relativ wurscht. Insofern könnt ihr hier diese Belieferung, die könnt ihr eigentlich einfach so setzen. Das passt schon irgendwie. So, und wir gehen mal hier erstmal auf langsam starten. Und jetzt seht ihr schon, hier kommt das Material rein durch den Import. Hier fangen die Greifarme, hätte ich jetzt schon gesagt, die Montagearme, fangen jetzt hier schon an, das Chassis zu bauen. Da können wir ein bisschen näher rangehen. Und da hört ihr schon diese nervigen Töne, deswegen zoome ich immer ein bisschen raus, weil es doch wirklich echt laut ist. Und Musik hatte ich auch ein ganzes Stück weiter runter gedreht. Also da ist auch noch ein bisschen Musik bei, aber das ist immer derselbe Musiktitel. Also es ist jetzt nicht so prall. Aber wie gesagt, es ist ja auch eine Alpha. So, und hier sehen wir auch schon, hier geht das Chassis nachher weiter. Und hier geht dann im nächsten Arbeitsschritt, da kommen die Türen, ne, und das Ganze drumherum. Das kommt dann hier vorne hin. So, und da wird eben der Körper quasi gebaut. Und dann geht das Ganze auch schon in die Lackierung. Das ist dann einmal hier. Das ist jetzt wirklich ein ganz einfacher Aufbau. Auch hier dasselbe Spiel. Auch hier müssen wir sehen, dass wir die liefern können. Das machen wir jetzt gerade so. Da kommen jetzt schon die Tonnen mit den Farben bzw. mit den Lacken kommen jetzt hier gerade an. Dann werden halt die Zwischenlager hier gefüllt. Das ist erstmal der Grundaufbau. So, ne? Und dann das Schöne ist auch, wir sehen ja auch hier, wie lange da gebaut wird. Ihr seht zum Beispiel hier bei Fit Body, da haben wir eine Produktionszeit von 35 Minuten und 11 Sekunden. Das spielt natürlich nachher eine Rolle, wenn ihr optimieren wollt, wenn ihr genau die einzelnen Stationen aufeinander abstimmen wollt. Da könnt ihr natürlich dann gucken, könnt ihr ein bisschen berechnen. Ihr könnt natürlich auch gewisse Stationen auch optimieren. Das könnt ihr natürlich auch machen. Also da gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten. Die Kosten sind klar. Wie viele Angestellten sind da beschäftigt? Das steht da auch. Power Demand, also wie viel Energie wird benötigt. Das spielt hier allerdings noch gar keine Rolle, weil ihr seht oben rechts. Ich zeige euch mal, hier oben rechts habt ihr natürlich, könnt ihr hier die Beschleunigung einstellen. Das ist, glaube ich, die Tageszeit, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ich weiß es gar nicht. Und hier haben wir hier eben den Energiebedarf. Jetzt steht hier 0 von 4692. Ich denke mal, das ist einfach noch nicht implementiert. Später werdet ihr sicherlich irgendwelche Generatoren bauen müssen, damit ihr auch wirklich den Energiebedarf decken könnt. Und hier ist natürlich klar, hier habt ihr natürlich das, was ihr momentan auf dem Konto habt. Da müsst ihr natürlich auch mal reingucken. So, next slot not connected. Okay, jetzt ist hier quasi schon das Chassis fertig, beziehungsweise das Fahrzeug als solches schon fertig. Jetzt müssen wir das natürlich noch anmalen. So, das geht dann hier rein. Dann geht das Auto zur nächsten Station. Und da wird das jetzt einmal lackiert. Und dann geht das dann nachher auch da weiter. Als nächstes haben wir die Fit Engine. Also wie gesagt, da wo überall das Plus steht, da fangt ihr oben an. So, Paint haben wir, Fit Engine können wir als nächstes bauen. Muss man eben kurz gucken. Wenn ihr rauszoomt, seht ihr ja auch zum Beispiel, die sind farblich hinterlegt. Ich denke mal, das ist auch so eine Art Effizienzanzeige. Und ihr seht es hier bei den Autos, die zum Beispiel gerade warten. Ich mache das mal weg. Die sind hier alle natürlich gelb. Das heißt, die sind in der Warteschlange. Das ist natürlich nicht effizient. Im Prinzip wäre es ja effizient, wenn jedes Auto grün wäre. Dann weißt du, alles klar. Da ist die Zeit optimal genutzt. Aber das sind nachher eben halt so Sachen, die kann man im Nachhinein dann sich erspielen. So, das ist noch am Anmalen. Wir haben jetzt Fit Engine. Die packen wir auch hier hin. Hier könnt ihr natürlich auch die einzelnen Stationen, könnt ihr natürlich auch drehen, wie ihr wollt, mit R. Und ja, da bauen wir jetzt, was hatten wir jetzt gebaut? Fit Engine haben wir jetzt gebaut, das setzen wir dahin. Auch hier kriegen wir natürlich, brauchen wir natürlich auch Teile. So, und wir brauchen natürlich auch so Next Slot Connected. Das Auto ist schon fertig angemalt, jetzt ist es auf einmal rot. Geht in die nächste Station und auch dort wird dann weitergebaut. Hier gibt das, glaube ich, muss man mal genauer rangehen. Hier wird aber der Motor eingebaut, hier werden Reifen eingebaut, Auspuff etc. pp. Das kommt alles da rein. So, dann kommen wir noch zu Fit Accessoires. Das ist, glaube ich, fast die vorletzte, drittletzte
drittletzte Station setzen wir natürlich auch. Auch hier dasselbe Spiel. Auch hier knüpfen wir das erstmal an, dass wir hier die Materialien reinkriegen. Hier kommen die ganzen Accessoires rein. So, und auch hier müssen wir wieder verbinden. Zack. So. Da kommen schon die ganzen Lichter. Oder Strahler, besser gesagt. Die ganzen Sitze kommen da. Dann kommt noch die Windschutzscheibe. Was haben wir da noch? Ein Horn. Zeigt er da an? Also so ein Lautsprecher. Ich denke mal, dass das wird dann die Hupe sein. Genau, die Reifen kommen jetzt hier. Also da sieht man schon auch im Detail, was da nun gerade passiert. So, hier ist dann die Endmontage quasi. So, da waren wir bei Fit Accessoires. Dann brauchen wir Fit Electronics. Die haben wir hier. Da kommt noch ein bisschen Elektronik rein. Haben wir jetzt hier eigentlich einen Ausgang? Auch nicht wirklich, ne? Das heißt, wir müssen da oben hinbauen. Hier machen wir den Export hin. Das können wir natürlich da gerne machen. Ja. So, Fit Electronics. So, dann kommt dann noch der Quality Check. Den können wir eigentlich auch woanders hinsetzen. Müssen wir jetzt nicht zwingend da hinsetzen. Wir machen als erstes mal Export. Weil auch hier seht ihr, das muss genau auf einen richtigen Ausgang. Also hier passt das zum Beispiel nirgendwo hin. Wir müssen nämlich auf so einen Exportausgang. So, da müsst ihr das auf jeden Fall hinsetzen. Und dann machen wir davor auch noch den Quality Check. Machen wir einfach hier, dann ist ja wurscht. So, Next Slot not connected. Das müssen wir jetzt noch alles machen. Zack, verbinden wir. Zack, haben wir auch. So, einmal. Und dann gehen wir hier oben hin. Boots. Boots. So, und jetzt haben wir im Prinzip, haben wir jetzt die komplette Linie, haben wir jetzt einmal fertig. Ja, das heißt, hier könnt ihr es auch nochmal rüberblenden. Hier seht ihr konkret, was ist Chassis. Hier wird das Chassis gebaut, hier wird der Körper als solches zusammengebaut. Also der komplette Käfig, wenn du so willst. Dann hast du hier dann eben die Lackierung. Dann hast du hier Fat Engine. Hier wird halt der Antrieb eingebaut. Dann haben wir hier nochmal die Accessoires, die eingebaut werden. Und nochmal ein bisschen Elektronik. Und dann zack, geht das alles in die Qualitätskontrolle, in den Export. Und hier findet daher der Verkauf statt. Hier oben steht ja auch schon Auto. Und jetzt müsste hier eigentlich gleich eine 1 stehen. Ja, so. Das erste Auto ist natürlich gebaut. Hier können wir jetzt festlegen, wie viel Geld das kosten soll, dieses Auto. Ja, man kann das natürlich erstmal so lassen. Man kann auch einen Schritt nach oben gehen. Keine Ahnung. So, wir machen das mal ein Stückchen nach oben. Da kann man ein bisschen spielen. Was ich ein bisschen blöde finde, ist, man kann wirklich tatsächlich auch noch einen Preis spielen, wenn ein Auto tatsächlich im Export steht. Das würde ich ganz gerne zwischendurch nochmal ändern können. Das geht aber so leider nicht. Wir nehmen Wagen. Wir nehmen den mal Nordica. So, wir nennen den einfach mal Nordica. So, Safe Design. Und ihr merkt schon, da kann man nachher dann anscheinend auch mehrere Pakete zusammenbauen. Das ist natürlich jetzt das absolute Standardauto, Standardausstattung. Wie ich ja schon gerade am Anfang der Folge sagte, ihr könnt noch ein Navi einbauen und so weiter. Das müsst ihr alles nachher erforschen, das müsst ihr alles herstellen. Und so weiter und so fort. Und ich denke mal, da kann man dann noch ganz feine Autos bauen. Ob die Chassis sich nachher noch verändern, das weiß ich nicht. Aber wie gesagt, es ist ja auch eine Alpha. Also kann ich mir vielleicht vorstellen, dass wir vielleicht hier eines Tages nochmal irgendwie ein Ferrari bauen können oder sowas wie ein Ferrari bauen können. Oder generell da vielleicht verschiedene Motoren einbauen können. Irgendwie sowas, dass man da verschiedene Modelle bauen kann. Keine Ahnung. Ja, also da gibt es sicherlich einige Möglichkeiten. Man kann nachher auch eben diese Autoteile, die ihr hier seht, hier die Reifen und sowas meine ich zumindest, die könnt ihr nachher auch selber bauen und ja, muss man mal gucken. Soweit bin ich allerdings auch im Testspiel noch nicht gekommen. Ich zeige euch jetzt nochmal kurz, es war relativ unspannend, aber ich zeige es euch trotzdem. Wir haben natürlich noch QA-Office, ich weiß nicht, QA... Ich bin am überlegen, QA Office. Ich weiß nicht, ob das was mit Qualitätssicherung zu tun hat. Weiß ich jetzt nicht. Hier gibt es aber dann noch Marketing, können wir hier noch bauen. Wir können noch eine Powerplant bauen. Das ist das, was ich sagte. So ein Generator, den werden wir nachher noch bauen müssen. Brauchen wir jetzt nicht, weil das anscheinend nicht implementiert ist. Oder es kommt einfach nur später. Das kann natürlich durchaus sein. Make Steel Sheets, weiß ich gar nicht. Has not been researched. Ja, okay, das haben wir alles nicht erforscht. Man sieht das hier auch unter dem Plus übrigens. Also wenn ihr unter Chassis geht, seht ihr hier Fit Axles. Also da kann man halt die Achsen kann man hier bauen. Dann haben wir hier den Unterboden kann man hier, wenn ich das jetzt richtig übersetze, den Unterboden bauen. Dann kann man noch hier den Tank selber bauen. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit das einen Vorteil zum Import von Teilen gibt.
Ich schätze mal, das geht einfach nur schneller. Ich weiß es nicht. Vielleicht sind wir nachher auch kosteneffizienter. Das ist natürlich auch gut möglich. So, ich zeige euch aber jetzt erstmal den Research. So, das ist jetzt auch relativ unspannend. Das ist einfach hier ja nur so ein... ja, ihr seht das ja selber, so eine Bürofläche. Ich werde das mal drehen und dann setzen wir das einfach mal hier ganz kackfrech hin. No Research, ne? Also keine Forschung momentan. Da klicken wir einfach rauf. Das ist natürlich der Ladebalken, passiert nicht so. Show, oh mein Gott, show all researches. So, da können wir gucken, was erforschen wir denn als erstes. Ich würde sagen, ich habe immer angefangen mit Paint, weil das doch sehr lange dauert. Und da sage ich jetzt einfach mal, Research Points 040 ist klar, 0400 ist klar, weil wir haben noch nicht angefangen. Research now. Und jetzt würde sich hier, baut sich auch so langsam der Balken dann nachher auf. Das sieht man jetzt natürlich nicht. Sieht man vielleicht eher... Hier, guck mal, da sieht man das ja auch, 0,25, das sieht ja nachher auch am anderen Fenster. Und ihr seht ja, was da noch passiert, was da alles passiert. Gut, das ist klar, wird halt generell schneller getrocknet, ne? Um es auf den Punkt zu bringen. Ihr könnt davon natürlich mehrere bauen, also desto mehrere Labs ihr baut, also desto mehrere Forschungseinrichtungen ihr baut, desto schneller forscht ihr natürlich, was ja gerade bei den etwas komplizierteren Sachen Sinn macht. Hier gehen die ganzen Lager. Was ihr noch machen könnt, was vielleicht nachher vielleicht ein Ticken sinnvoller ist, wenn ihr selber produziert, das sind diese Supply Stockpiles. Das ist auch eigentlich eine recht feine Sache. Wir könnten zum Beispiel sagen, warte mal, ich drehe das einmal. Macht das hier Sinn? Wir können das natürlich hier setzen. Ich bin mal gespannt, ob er das so annimmt. Ich habe mich da nämlich auch noch nicht so mit befasst, also mit diesem Lager noch nicht. So, wenn ihr da nämlich raufklickt, Supply Stockpile, Copy from Slot. Ich weiß jetzt gar nicht, was macht er da? Copy from Slot. Paint. Achso, okay. Wahrscheinlich ist es so, wenn ich sage Copy from Slot, dann bietet er uns alle Teile an, die jetzt hier quasi auf dieser Schiene transportiert werden, um es leichter auswählen zu lassen. Wir gucken jetzt aber einfach mal direkt hier rein. Wir gehen über Add Item. Hier brauchen wir, was brauchen wir denn hier? Wir brauchen hier zum Beispiel, ja, wir brauchen hier Autotüren. Wir nehmen mal Autotüren, zum Beispiel Door Panel heißt das Ganze auf Englisch. Und da können wir sagen, Limit and Stock, das heißt, wir können zum Beispiel jetzt sagen, so hier lagern wir mal 36 Stück an, das ist natürlich zu viel. Wir machen mal 4. So, da können wir sonst noch was anderes machen. Was haben wir da noch? Da haben wir noch vorne diese Front Arch. Kann man machen. Rare Arch. Davon machen wir auch mal 4. Und dann machen wir noch mal Front Arch, meinetwegen auch noch mal 4 Stück rein. Erstmal nur so zum Zeigen. So, so. Schließen wir. Zack. So, und jetzt passiert nämlich rein gar nichts. Das ist schade. Ich dachte, er bindet die automatisch mit ein. Oh. Oder packt er da irgendwas rein? Ne, das sieht nicht danach aus. Okay, dann müssen wir das tatsächlich nochmal separat anschließen. So, machen wir das mal so. Mal gucken, ob er das jetzt tut. Sonst müssen wir das nochmal umsetzen. Doch, jetzt macht er das. Okay, jetzt hat er das angeschlossen. Das ist eigentlich der eigentliche Hintergrund. Das heißt, ihr könnt das als Zwischenlager nutzen. Der Vorteil ist einfach der, wir bekommen jetzt ja Material rein und diese Station, die fordert ja nicht die ganze Zeit diese Teile an. Das heißt, ich kann natürlich hier sagen, so hier lagern mir mal so und so viele Teile zwischen. Und wenn die natürlich hier gebraucht werden, dann zieht er sich das Material hier raus. Wie gesagt, wahrscheinlich macht das nachher eher Sinn, wenn man selber die Teile baut, weil wir nämlich dann hier zwischenlagern können. Jetzt macht das vielleicht weniger Sinn, weil doch der Import doch recht schnell ist. Und nicht so schnell gebaut wird. Das wird nachher eher interessant, wenn ihr effizienter arbeitet, wenn ihr mehr herstellen wollt. Dann dauert das natürlich auch hier auf den Schienen wesentlich länger, bis das Material da ist, weil die Anforderung einfach zu hoch ist. Und ja, deswegen macht das wahrscheinlich nachher Sinn mit diesem. Da seht ihr es, habt ihr es gerade wunderbar gesehen. Hier werden jetzt diese, ich weiß jetzt nicht, ob das die Front war, ich glaube die Front war das. Da werden jetzt die Teile aus diesem Zwischenlager angefordert. Das heißt, das Material ist einfach schneller da. Und wie gesagt, wenn ihr nachher selber baut und die Teile nachher selber herstellt, ich weiß gar nicht, ob ihr die Teile, die ich jetzt da gerade Zwischenlager selber bauen könnt, aber wenn ihr das könnt,
Dann kann man das hier wunderbar als Zwischenlager nutzen und ihr könnt es eben halt nutzen, um die Wege kürzer zu machen, um halt auch zeitmäßig effizienter zu sein. Denn wie ihr es hier gerade seht, wir haben ja hier im Prinzip nur einen Import. Das heißt, hier muss wirklich das ganze Material für alle Produktionsteile, muss ja alles über eine Schiene laufen. Und wenn ihr da weiß der Geier, wie viele Anforderungen habt, dann kann ich mir vorstellen, dass das dann nachher zeitlich nicht mehr effizient ist. Und da werden, glaube ich, solche Zwischenlager ganz praktisch, sodass ihr ein bisschen Zeit puffern könnt, dass ihr eben das ganze Material, dass ihr dann halt schneller einfach drankommt. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, wir bauen jetzt halt so ein Lager hier an jede Station ran, sodass wir da die Teile dementsprechend schon vor Ort haben. Ist vielleicht gar nicht verkehrt, könnte man jetzt in einem zweiten Schritt machen. Aber das soll es auch erstmal für heute gewesen sein. Das war jetzt erstmal der erste Eindruck von Production Line. Vielleicht hat es euch gefallen. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn das vielleicht ein Spiel für euch ist. Kauft das Spiel natürlich, wenn ihr Interesse habt, weil so unterstützt ihr natürlich auch direkt den Entwickler. Wie gesagt, das Spiel kostet 10 Euro, ein paar zerquetschte. Und ist direkt über die Webseite verfügbar. Ich werde euch das noch verlinken, dass ihr darauf gucken könnt, wenn euch das Spiel interessiert. Und ihr denkt, ach Mensch, da könnte ja doch ein sehr gutes Spiel draus werden. Unterstützt den Entwickler, weil nur so kommt dann auch wirklich ein vernünftiges Spiel bei raus, beziehungsweise werden dann solche Leute auch dementsprechend gefördert. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Dabeisein, vielen Dank fürs Durchhalten und noch viel Spaß auf YouTube. Macht's gut, tschüss.